Kurt Dittmar und Werner Lindenmeier vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung entwickeln therapeutische Zellen. Zellen, die aus dem Patienten gewonnen, dann gereinigt und aktiviert werden. So gestärkt schlägt das Immunsystem dann die Krankheit mit ihren eigenen, aufpolierten Waffen. Das Problem? Die Herstellung von Zellen für die Therapie ist sehr schwierig. Sie können eigentlich nur in hochreinen Speziallaboren bearbeitet werden. Deshalb haben Kurt Dittmar und Werner Lindenmeier gemeinsam mit Partnern am Braunschweiger Fraunhofer-Institut, der Technischen Universität und dem Städtischen Klinikum ein ausgeklügeltes, steriles Beutelsystem entwickelt. Diese Kunststoffbeutel sind sozusagen mobile Speziallabore, die stets fest verschlossen sind. Allerdings steckt der Teufel wie immer im Detail. Die Kunststoffoberfläche herkömmlicher Beutel verträgt sich nicht immer mit den Zelleigenschaften. Hier kommen die Partner vom Fraunhofer Institut für Oberflächentechnik ins Spiel. Durch die unterschiedlichen Beschichtungsmöglichkeiten, die hier am Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnologie gegeben sind, haben wir die Möglichkeit, die Bedingungen für die einzelnen Zellarten ganz spezifisch anzupassen, sodass wir am Ende optimale Bedingungen haben für die Kultivierung von therapeutischen Zellen in unserem Beutelsystem. Die Problematik des Zellwachstums ist wirklich, dass diese Zellen auf diesen Kunststoffoberflächen nicht wachsen. Dies wurde erreicht, indem man die Innenseiten der Beutel halt entsprechend mit chemisch reaktiven Gruppen ausgestattet hat, um somit zu ermöglichen, dass Zellen an diesen Oberflächen wachsen können. Der Clou dabei ist, dass das nicht im Vakuum, sondern mit einem Plasmaprozess bei Atmosphärendruck funktioniert. Zuerst erfolgt eine Befüllung des Beutels mit dem entsprechenden Prozessglas. Danach wird das Plasma gezündet, um entsprechende Beschichtung durchzuführen. Damit ist der Prozess abgeschlossen, der Beutel kann für Kunden zur Verfügung gestellt werden. Da die Beschichtung unsichtbar ist, testen Professor Meinhard Schilling und Dr. Frank Ludwig am Institut für elektronische Messtechnik der Technischen Universität Braunschweig die Oberfläche der Beutel. Sie schleusen magnetische Nanoteilchen mit einem chemischen Anker hinein. Dieser Anker heftet sich an die beschichteten Teile des Beutels. Hier machen die Forscher den Schriftzug TU für Technische Universität sichtbar. Analog sollen auch Zellschichten im Beutel analysiert werden. Wir kommen jetzt ans Klinikum Braunschweig. Am Klinikum Braunschweig werden unterschiedliche Zellen für therapeutische Anwendung isoliert, verschiedene Stammzellen. Und ganz zum Schluss werden diese Zellen kryokonserviert, damit man sie über einen längeren Zeitraum therapeutisch anwenden kann. Um die Zellen zu gewinnen, muss beim Patienten eine sogenannte Leukapherese durchgeführt werden. Dabei pumpt die Maschine das Blut des Patienten durch das Gerät, scheidet die weißen Blutkörperchen ab und pumpt den Rest des Blutes wieder in den Patienten zurück. Der Extrakt mit den weißen Blutkörperchen wandert direkt in den Beutel. Hier beginnt sozusagen der sterile, mobile Laborbereich der Spezialbeutel. Henk Garritzen setzt Leukapherese-Zellen bereits erfolgreich ein. Der konkrete Einsatzgebiet ist bei Krebs und sicher Hautkrebs, wo momentan danach geguckt wird. Und da wollen wir versuchen, diese Zellen einzusetzen, um die körpereigenen Zellen zu aktivieren, den Krebs zu bekämpfen. Und das ist seriell, weil wir haben in Vorversuchen gesehen, dass das gut funktioniert. Die Leukapheresebeutel werden dann in einer sicheren Transportbox zu der GMP-Einheit von Good Manufacturing Practice der Klinik gebracht und dort weiterverarbeitet. Die GMP-Einheit ist ein Reinraumlabor, das den strengen gesetzlichen Vorschriften bei der Herstellung von Arzneimitteln entspricht. Aus den verschiedenen weißen Blutkörperchen im Beutel werden hier die gewünschten Zellen gereinigt, sortiert und mit Wachstumsmedium versorgt, damit sie sich im Beutel gut vermehren. Im Brutschrank werden die Zellen aktiviert und vermehrt, sodass genügend Zellen zur Verfügung stehen, die das Immunsystem des Patienten unterstützen sollen. Die Zellen werden dann aufgeteilt in eine Portion für die Therapie am Patienten und eine Portion für die Qualitätsprüfung. Während des ganzen Prozesses wird der Beutel übrigens nicht geöffnet. Um die Zellen von einem Beutel in einen anderen umzufüllen, werden lediglich deren Schläuche in einem ausgeklügelten Verfahren umgeschweißt. So ist gewährleistet, dass die Zellen nie mit der Umwelt in Berührung kommen. Beide Beutel werden aus der GMP-Einheit ausgeschleust.
Der gelbe, rechts, enthält eine Spezialflüssigkeit, in der die Zellen eingefroren werden können. Der linke, rote, geht zurück ans HZI zur Prüfung der Zellen. Henk Garretzen bringt den gelben Beutel in die Kryo-Abteilung der Klinik. Den roten Beutel nehmen Kurt Dittmar und Werner Lindenmeier mit an das HZI. In der Kryo-Abteilung der GMP-Einheit liegt eine Mitarbeiterin die wertvollen Zellen in eine Spezialkassette und friert sie dann in minus 196 Grad Celsius kaltem, flüssigem Stickstoff ein. In den Tanks warten die Zellen auf ihren Einsatz an ihrem Menschen und werden ihm bei der Bekämpfung seiner Krankheit helfen. Derweil ist der rote Beutel am HZI angekommen. Einige der Zellen bereitet Heinrich Lühnsdorf für Aufnahmen im Elektronenmikroskop vor. Kurt Dittmar ist zufrieden mit dem Bild, das er sieht. Hier sehen wir jetzt die Übersicht der gereinigten Zellen. Das heißt, nur nahezu 100% der Zellen sind aufgereinigt. Hier sind zwei tote Zellen, aber die restlichen Zellen sind lebende Zellen. Das Beutelsystem funktioniert. Der nächste Schritt ist, eine Studie durchzuführen, die nachweist, dass es die Kriterien der klassischen GMP-Labore erfüllt und damit überall eingesetzt werden kann. Dann werden die Partner es auch auf andere Zelltypen anpassen und damit den Einsatz von körpereigenen Zellen in der Medizin wesentlich erleichtern.